Zuschauerinnen und Zuschauer. Bevor ein Produkt unter der Marke Coop verkauft werden kann, muss es eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Bei den Biscuits heisst das zum Beispiel, dass man sie auf den ersten Blick als Coop-Biscuit erkennt, nicht mit anderen Marken verwechseln und auch zwischen den einzelnen Sorten gut unterscheiden kann. Nicht verwechseln kann man auch unseren heutigen Gast. Er ist eine starke Persönlichkeit und selber eine grosse Marke. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Michel Villain. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Michel, ich kenne dich noch aus deiner Zeit als Moderator von Mikado. Was machst du heute? Also ich darf heute noch viel mit Kindern arbeiten. Ich moderiere Modeschauen, Kindermodeschauen, Kinderhitparade, Mini-Playback-Shows und so weiter, mache sehr viele Auftritte. Jetzt habe ich noch eine indiskrete Frage, Michel. Hast du gern Süßes? Pascal, ja. Ganz fest. Ich bin nämlich ein Schleckmüll. Das trifft sich gut. Der Armin, der hat heute nämlich ein unwiderstehliches Dessert vorbereitet. Es ist ein Krise-Tiramisu ohne Eier zubereitet, aber wie sich's gehört, mit Löffelbiskuit. Grüezi miteinander. Bevor es losgeht, hier noch die Wettbewerbsfrage an unsere Zuschauer im Studio. Welches Coop-Biscuit wird am meisten verkauft? Ist es das Nussstängeli, das Spitzbübli oder die Bärentatz? Die richtige Antwort verraten wir dann wie immer nach dem Rezept. Ein Glas abtropfte Weichselkrise mit Amaretto übergießen. Salut Michel. Salut Armin. Und ein bisschen marinieren. Dann über den Puderzucker mit der Mascarpone-Creme verrieren. Ja. Dümmi-Creme, der Halbrand über stief schlagen und auch noch drunter ziehen. Den Boden von einer ovalen oder eckigen Form mit Löffelbiskuit auslegen. Ein Drittel kalten, starken Kaffee und den restlichen Saft von der Weichselkrise drüber träufeln. Dann ebenfalls ein Drittel von der Krise oben drauf geben. Circa ein Drittel von der Mascarpone-Creme drüber drehen und verstreichen. Den Vorgang jetzt noch zweimal genau gleich wiederholen. Dann sollte zuletzt eigentlich Mascarpone oben drauf sein. Mit einer Folie decken wir das schöne Tiramisu abdecken und lassen im Kühlschrank ein paar Stunden kühlen. Und vor dem Servieren decken wir natürlich das Tiramisu mit Schokoladenpulver bestreuen. Das Rezept für das Dessert steht übrigens auch in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Dankeschön, Armin. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs. Die beliebtesten Coop-Biscuits sind nach den neuesten Zahlen die Nussstängeli. Michel, darf ich dich bitten, ein grünes Kärtchen zu ziehen? Mhm, werde ich machen. Die gewonnen hat, und zwar ein Nachtessen für zwei Personen im Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, Frau Huber Evita. Gratulation. Herzliche Gratulation. Vielen Dank allen fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders Ihnen, Michel Villain, mit der Aufmerksamkeit von unserer Blumenabteilung. Herzlichen Dank. Nochmal zurück zu den Coop-Biscuits. Neben dem äußeren Bild muss auch der Inhalt alle Anforderungen an die Coop-Eigenmarke erfüllen. Dazu gehören erstklassige Zutaten, sorgfältige Produktion, viel Fachwissen und immer wieder Qualitätskontrolle. Abwechslung macht das Biscuit-Knabbern noch süßer. Darum werden auch immer wieder neue Sorten entwickelt, wie ein Schokokack, die Lisserrolle, das Linzertörtli oder wie man es hier gerade sieht, das Petit Beurre au Chocolat. Und damit die Coop-Biscuits frisch bleiben, werden sie zum Teil in Portionen abgefüllt oder in wiederverschließbare Beutel verpackt. Zu den Anforderungen an die Coop-Eigenmarke gehört auch der Preis. Alle Coop-Biscuits offerieren wir Ihnen darum für diese Qualität besonders günstig. Nach wie vor läuft in unseren Läden und in der Coop-Zeitung Supercard-Spiel mit folgenden Sponsoren: Bulleflügel, Uncle Ben's Rispinos Paprika, Hug Knusper-Biscuit-Mischung und für die hygienische Sauberkeit daheim und unterwegs Sagrotan-Tücher zum Reinigen und Desinfizieren. Auch eine Neuheit ist dabei: Nescafé Cappuccino, süß oder ohne Zucker, mit kräftigem Kaffeegeschmack. Mit heißem, aber nicht kochendem Wasser übergießen, gut umrühren und fertig ist der Nescafé Cappuccino mit unwiderstehlichem Schaum bis zum letzten Schluck. Der Gewinner oder die Gewinnerin vom Supercard-Spiel erwartet eine 8-tägige Mittelmeer-Kreuzfahrt auf dem funkelnagelneuen Kreuzfahrtschiff European Vision für zwei Personen inklusive Hafentaxen und Busanreise ab Schweiz im Wert von 6'000 Franken. Offeriert wird die Kreuzfahrt vom Cruise Center Zürich.
Dazu gibt es 100 mal 10'000 Superpunkte für die Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. Das wär's gewesen für heute. In einer Woche stellen wir Ihnen lustige Sommergemüse vor und dazu natürlich ein passendes Rezept. Wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.